Das Arctic Race of Norway. Ein Radrennen über 705 Kilometer nördlich des Polarkreises. Und wir plötzlich mittendrin. Am 6. August waren wir bei herrlichem Wetter auf dem Riksway 87 unterwegs. Die Regentage haben wir hinter uns gelassen und erreichen bald den Ort Överbygd. Was ist denn hier? Das Navi meldet penetrant, dass es keine Route berechnen kann. Und bald sehen wir, dass der weitere Straßenverlauf mit großem Aufwand abgesperrt ist. Kein Durchkommen. Und wir müssen warten. Am 5. bis zum 8. August. Also suchen wir einen passenden Parkplatz und sehen uns an, was hier los ist. Wir sind von Bardufoss gekommen und wollen auf der 87 weiter Richtung Övre Dividalen. Ein Blick ins Internet verrät uns, dass es sich um ein bedeutendes Radrennen für Männer handelt, welches vom 5. bis zum 8. August stattfindet und über 4 Etappen geht, die alle nördlich des Polarkreises verlaufen. Das Rennen fand erstmals in 2013 statt und wurde 2020 Teil der UCI Pro-Serie. Und diese Etappe geht durch den kleinen Ort Överbygd. Als wir endlich an der Rennstrecke sind, ist schon ein Teil des Werbetrosses mit seinen auffälligen und laut hupenden Fahrzeugen vorbeigezogen. Die aufkommende Stimmung ist wieder abgeklungen und Ruhe eingekehrt. Eine gute Gelegenheit, sich etwas umzusehen. Alles ist festlich geschmückt. Und? Für die örtlichen Firmen eine gute Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Was uns überrascht, ist die starke Präsenz des Militärs, welches aber auch Ordnungsmaßnahmen durchführt und für einen Teil der Auf- und Abbauarbeiten zuständig ist. Und unbeeindruckt vom ganzen Rummel rollt ein Mähroboter kreuz und quer über die Rasenfläche. Heldenhafte Wikinger kreuzen noch schnell die Straße. Alle erwarten das Eintreffen der Ausreisergruppe und endlich tut sich etwas. Eine Vorankündigung. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei, ein Kamerateam und ein kreisender Hubschrauber. Dann geht alles ganz schnell und eine 5er Ausreisergruppe ist vorbeigerauscht. Und
mit etwas Abstand folgt das Hauptfeld. Aber auch die sind innerhalb von 20 Sekunden vorbeigefahren. Es folgt noch die lange Kolonne der Begleitfahrzeuge mit Ersatzrädern, ein paar Krankenwagen und die Streckensicherungsfahrzeuge. Gewonnen hat diese 184,5 Kilometer lange Etappe von Finnsnes über Senja bis nach Molselv Fjellandsby der Belgier Ben Hermans vom Israel Startup Nation Team. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Ott Christian Eking und Victor Lafay. Nur wenige Zuschauer verlassen unmittelbar die Rennstrecke. Alle haben lange gewartet, dass etwas geschieht, und dann ging alles ganz schnell. Jeder möchte noch etwas von der Stimmung mitnehmen, wenngleich schon umgehend mit dem Abbau begonnen wird. Wir können jetzt unsere Fahrt fortsetzen und werden in wenigen Minuten unser Ziel erreicht haben.